Kisten. Ups. Es ist natürlich doof, wenn man bei sowas schon verkackt. So. Und. Ja, klappt doch. Super. Einmal durchschießen. Oh, ich glaube, das habe ich falsch gemacht. Gut, dann mal weiter. Zack. Ab nach oben. Ab dahin. Ja. Wartet. Und. Feuer. Juhu. Ja. Gut. So. Weiter. Da unten geht's weiter. Juhu. Bleib bloß hier drinne. Ja. So. Da oben muss ich hin. Nein. Das ist jetzt natürlich scheiße. Ich kann nicht weiter hoch. Doch irgendwie, das ist doch scheiße. Aha. Warte. Oh. So, hier runter und hier weiter. Jo. Und geschafft. Hum. So. Passte. Das passte auch. Das passte auch. So. Wir müssen weiter. Oh. Das war vielleicht schlecht. Hallo? So. Es ist jetzt in etwas schlechter Winkel, wollte ich gerade sagen, aber es ist hier genau der richtige. Wow, und ich bin drinne. So, die Frage ist jetzt. Nein.
Wieso muss ich denn wieder nach unten? Wieso nur? Wieso? War ich hier schon mal? Ich hoffe mal. Ich glaube, oder war ich hier schon mal? Ich weiß es nicht. Ich kürze einfach mal ein bisschen ab, ne? Macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt 7 oder 8000 Zähne habe. Oh! Keine! Na, klappt das? Nein, okay. Das klappt scheinbar nicht. Oh, vielleicht soll ich erstmal hier runter und gegen die Puppe. Oh, scheiße, das sind zwei. Das ist gar nicht gut. Gib mir die andere Waffe. Nein. Wieder. Nein, ich möchte dich. Oh, weg hier. Oh. Arme. Ja, Mann. Oh. Ganz schlecht. Okay. Ja. Ja. Hä? Wo ging der denn jetzt hin? Gut. Der ist schon mal weg. Die ist auch schon mal weg. Jetzt fehlt nur noch... Hallo? Und du da. Oben. Hallo? Ich hätte dich gerne im Visier. Na, kannst mir eh hier unten nichts anhaben. Kämpf ruhig weiter gegen mich. Das kann ich nicht. Überhaupt keine Schnitte. So. Weiter geht's durch den Psycho-Horror. Hätte ich das auch irgendwie umgehen können? Wäre jetzt die Frage gewesen. Also meine Frage. Zumindest. Guckt mal, eine Erinnerungstür. Ja, Little.
eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst. In Oxford wohnen keine Zentauren, ein gewisser Doktor schon. Ich habe ihn gesehen, ein stolzer Student. Jetzt erinnere ich mich an ihn. Dieser Schlüssel gehört zu Lissys Zimmer. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Namen dieses Doktors haben. Aber du musst dich erinnern, Alice. Wuhu! Kleine billige Schleimsachen. Oh. Oh! Vielleicht. Ja. Ja, der ist auch schon mal weg. Puppen gefallen mir aber nicht so ganz. Verdammt, ich rühre nie wieder ein Spiel von Spicy Horse an. Es sei denn, ich weiß, dass es ein ganz gutes Spiel ist. Aber sonst. Nie wieder. Ich bin kein Spielzeug. Er verlangte Dinge von mir, die ich nicht tun wollte. Der Bambi, meinst du? Der Bambi hat nicht Alice, sondern die Schwester. Komm, wie heißt sie jetzt? Adriana oder so? Keine Ahnung. Benutzt. Ganz schlechte Idee. Nicht der erbärmlichste und selbstsüchtigste Unglücksrabe unter der Sonne? Nichts ahnend lebe ich in einer Ausbildungsstätte für Prostituierte. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Ich wurde zum Komplizen des Mörders meiner Schwester und meiner Eltern, weil er meinen Geist zerstört hat. Ich suchte Linderung von meinen Schmerzen und sie hielt mich von der Wahrheit fern. Du hattest es fast geschafft, hast dich beinahe von deinen Ängsten befreit. Du hättest geheilt werden können. Und vergessen. Die Erinnerung an meine Familie aufgeben? Sie sind tot. Das solltest du auch sein. Du missratene, grässliche Kreatur. Mörder. Du blutsaugender Parasit. Der Schaden, den du Kindern zufügst. Der Missbrauch. Ich biete nur